Halli, Hallöchen, liebe Leute, und mal wieder willkommen zu Let's Play Team Fortress 2. Ich bin ganz ehrlich, A, meine Stimme ist kratzig und B, ich habe seit ein oder zwei oder sag mal eineinhalb Monaten kein TF mehr aufgenommen oder überhaupt was aufgenommen. Vielleicht Doom, aber kein TF auf jeden Fall. In der Zeit gab es ein paar Updates, aber sonst ist nicht sonderlich viel passiert. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden, tut mir leid. Und falls ich ein wenig sechsel, das tut mir noch doppelt so leid. Doppelt so leid wie das, dass ich, wie die Tatsache, dass ich nicht aufgenommen habe. Ich habe eigentlich ganz, ganz viel TF gespielt, aber halt nicht aufgenommen. Deswegen kann ich euch auch sagen, dass es so einige Updates gab. Ich werde aber erstmal kurz was probieren. Im Hintergrund spielt nicht mal ein Soundtrack, ist ja langweilig. Erstmal muss ich auf Servern gucken, wie laut der Sound ist, weil da habe ich auch ein bisschen rumgespielt damit und naja. Und ich habe was ganz, ganz Tolles angefangen, nämlich Rocket Jumpen. Und das ist so eine coole Sache, die möchte ich euch nämlich mal zeigen. Ich möchte auf Jump for Starters. Hier sind nicht so viele Leute. Deswegen würde ich sagen, ich gehe auf die Map. Auf den Server wohl eher. Dass es nicht so sehr laggt. Jumping ist eine total coole Sache. Kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Es ist nicht dieses normale Rocket Jumpen, was man auf einer, sag ich mal, jetzt Kontrollpunkt oder Payload-Map sieht, sondern da muss man richtig so ein paar Tricks machen und man muss durch die Map durchkommen und man muss halt voll cool jumpen und was weiß ich, und ich möchte mal gucken, ob das in der Aufnahme funktioniert, denn das macht irre Spaß, mir jedenfalls. Es kann halt sein, dass es von der Leistung her nicht so ganz will, aber ja, was soll's. Hard 3D Character. This feature is not recommended for older machines and can be toggled in advanced options. Keep the feature enabled. Natürlich. Der Server ist nicht so schön. Ich höre nämlich die ganze Zeit das Resupply. Weil der Boden hier ist quasi Resupply. So, ich habe ja meinen Rocket Launcher. Und ich habe ich will keine 99 Schüsse. Der Server ist doof. Ich möchte nicht spielen. wir sehen uns gleich, wenn ich auf dem Server bin. Da spiele ich nämlich immer. Bis gleich. So. Welcome to Lethal Zone. Wir sind da. Okay. Auf dem Server übe ich nämlich immer ein bisschen das Jumpen. Ich bin nicht sonderlich gut darin, aber es ist trotzdem verdammt cool. Hier hört man es nämlich nicht, dass unter uns eigentlich ein Resupply ist. Hier wurden die Sounds ein bisschen umgeändert. Auf der Map geht's darum, mit Rocket Jumps ans Ziel zu kommen, mit Rocket Jumps weiterzukommen. Ich mache einfach mal das A, da ich euch das nur mal zeigen möchte. Es laggt natürlich ein bisschen, weil hier viele Leute sind und überall sind Explosionen und all sowas. Ich möchte euch das nur mal zeigen, damit ihr es auch mal ausprobiert. Das ist nämlich verdammt cool. A kann ich an sich schon. Und auch wenn es ein klein bisschen laggt, kriege ich das bestimmt hin. So, hier zum Beispiel muss man mit seinen Raketen versuchen, die Wände hochzuklettern. Ist an sich noch ganz einfach. Also für die Leute, die schon Rocket Jumpen ein bisschen können, die kriegen das hin. Der Jump ist ein bisschen tricky. Ich zeige euch mal, wie ich den beim ersten Mal probiert habe. Da habe ich nämlich ganz einfach versucht, ganz normal zu springen. Das wollte ich so ganz normal zu springen. Ganz normal zu springen, so nämlich. Aber das geht nicht, denn die Decke ist relativ weit unten. Was den Sprung hier angeht, muss man die Rakete ein klein bisschen weiter hinten schießen. Ich krieg das hin. So, geschafft. Ganz knapp. Ist aber immer ganz knapp. Raisin, jo. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht gleich losspiele, aber es ist halt eine coole Sache. Der Sprung hier, der ist ganz schön tricky. Da habe ich am Anfang 5 Minuten lang so, also wie gesagt, ich habe ja auch mit meinem normalen Account noch gespielt. Ganz viel so gespielt. 5 Minuten erstmal ein bisschen rumprobieren, wie das so richtig geht. Ich muss von da unten, ich spring mal nach unten, damit man es deutlicher sieht, von hier unten muss ich wieder bis da hochkommen. Dort geht's nämlich weiter. Wird ein bisschen tricky. Ich muss gucken, ob das jetzt eigentlich klappt. Mit Aufnahme. So, hier muss man nämlich 2 Raketen synchronisieren, um möglichst weit nach oben zu kommen. Quasi einen doppelten Rocket Jump machen, mit 2 Raketen auf einmal. Wow. Muss mal gucken, kenne ich eigentlich ein paar Leute hier? Nee. Von denen, doch. Den Jabbert, der ist irgendwie ein komischer Typ. Aber naja. So. Ich muss mal probieren, ob ich das jetzt wirklich schaffe. So, Raketen nach unten und... Ah, hab's ihn bekommen. 2 Raketen, mit zwei Raketen Rocket Jump gleichzeitig machen. Ich finde das nämlich so cool. Ach ja, aber das habe ich jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Eps. Oh, mit einer Rakete. Das hab ich noch nie so richtig geschafft. Ach ja, ich geh mal durch. Vielleicht kriege ich auch noch ein paar Sprünge bei B hin. Aber bei B würde ich wirklich eine ganze Weile brauchen, deswegen... Ja.
glaube, ich zeige euch noch B1 und B2. Aber A mache ich auf jeden Fall. So, hier muss man einen Pogo-Jump machen. Ich zeige euch das nochmal. Wenn man zum Beispiel auf die Plattform hier kommt, wird man zurück teleportiert. Man muss quasi im Flug unter sich schießen, um sich nochmal weiter zu katapultieren. Ist verdammt cool. Ich liebe den Sprung. So, hier muss man einfach nur reinkommen. Okay, das war ein ganz normaler Rocket Jump. So, zur Erklärung, das hier ist ein ganz normaler Pogo-Jump. Da wusste ich am Anfang auch nicht so ganz, was ich machen soll. Ich sag mal, wenn man jetzt hierher kommt, würde man denken, ich werde zurück teleportiert. Na gut, springe ich mal ein bisschen weiter. Ah, klappt nicht. Komm, schaff das bis rüber. Doch nicht. Und dann hat mir am Anfang irgendwer gesagt, du musst hier Pogo-Jumpen. Ich wusste schon so ungefähr, was das ist. Da habe ich mir versucht, hier, ich spring nach unten und klappt trotzdem nicht so richtig. Die Sache ist, wenn ihr auf der Map seid, ich bin kein guter Rocket-Jumper, aber es macht trotzdem Spaß, einfach fallen lassen, Rakete, 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 ja, okay, das wollte ich so ganz, und die Raketen ganz einfach unter sich schießen. Man muss sich natürlich ducken, das dürft ihr nicht vergessen. Und, warte mal, ja, W müsst ihr loslassen, auf jeden Fall W loslassen. Sonst schießt ihr euch ein bisschen weit nach vorne. Und einfach versuchen, mit den Richtungstasten ein bisschen zu lenken. Worauf ihr achten müsst, ich zeige euch das nochmal. Ich kann mich natürlich auch ganz einfach ein bisschen schneller nach vorne katapultieren. Da muss ich aber darauf achten, dass ich die Raketen ein bisschen vor mich schieße. Sonst klappt das nicht. Ne? Sonst ist meine Rakete zu langsam für mich. Ah, okay, das wird schwierig. Das wird echt schwierig mit Aufnahme. Ihr muss mal mit 4 Raketen bis da rüber kommen. Oder bis da hoch. Bis da hoch habe ich es nur einmal geschafft. Aber das war eher ein Glückstreffer. Ich muss die erstmal machen. Das ist echt nervig, wenn man hier ein paar Spieler hat, die mitspringen. Die packen das schon. Ah, der packt es auf jeden Fall. Der ist drüben. Und, passt. Komm, drück mal dem die Daumen. Ah, ich probiere es mal. So, hab's. Ja, okay, das bin ich so richtig. Quasi ein Wall-Pogo. Versuchen, an der Wand lang zu springen. Ist schwierig, wenn es bei mir gerade ein bisschen laggt, aber ich krieg das hin. Hops, fast. So, man muss natürlich immer ein klein bisschen hinter sich schießen am Anfang, damit man erstmal ein bisschen Speed bekommt. Weil man kann hier versuchen, so hoch zu kommen wie möglich, das bringt einem nicht viel. Es geht trotzdem ein bisschen um Speed. Oh, jetzt ist hier schon wieder wer. Woody Woodpecker fällt mir dabei. Ne, egal. So viele Leute. Ich bezweifle gerade echt, dass ich das packe. Das lag ganz schön. Ja, ich krieg das hin. Ups. Nee, das war auch falsch. Hier muss man übrigens ein bisschen mit den WASD-Tasten rumtricksen. Man kann natürlich ganz einfach versuchen, so hier zu springen. Das wollte ich gerade nicht tun. Ich mache das halt instinktiv, so zu springen und ganz einfach immer nach hinten zu gucken. Aber würde ich persönlich nicht empfehlen. Deshalb ist es halt ein bisschen tricky mit den WASD-Tasten, während man an der Wand ist, richtig zu drücken, ohne sich wegzuschießen. Aber das lernt man mit einer Weile. Was macht denn der da? Der trickst gerade ein bisschen rum, na gut. So, hops und hops und hops. Fast. Ich krieg das hin. Lass mich alle in Ruhe. So, hops und hops und... Wenn man Speed hat, sollte man übrigens an der Wand auch ein bisschen vor sich schießen. Aber halt beim ersten Sprung, nee, beim zweiten Sprung sollte man ein bisschen hinter sich schießen, damit man Speed bekommt. Ich versuche mal ein bisschen weiter nach oben zu kommen, aber das klappt nicht so richtig. Ich krieg das hin. Ich könnte euch natürlich auch ganz einfach eine Demo aufnehmen und die kommentieren, aber das ist langweilig. Auf der Demo funktioniert es natürlich, aber... Ich wünsche manchmal echt, ich hätte so ein High-End-PC wie jeder andere. Wie jeder andere Let's Player auf YouTube. Aber nein, ich habe meinen kleinen Jahre alten PC. Aber der ist mir an sich genug. So viele Leute. Ich schieb's einfach auf die ganzen anderen Leute hier. Die ganzen anderen Soldiers. Man kann es übrigens auch mit Demo-Man machen und mit Engineer. Quasi Sentry-Jumpen. Das muss ich euch auch mal zeigen. Das konnte ich euch noch nicht zeigen. Weil ich noch keinen Wrangler habe. Das kommt noch. Das kommt alles noch. So. Ich muss ein bisschen weiter hinter mich schießen. Hops und hops und hops und... Ich sagte hops. Mann, mach auch hops, wenn ich hops sage. Das könnte was werden. Ha, geht doch. So, warte mal kurz, alle. Imaginäres High Five. Danke sehr. Das ging wahrscheinlich gerade sehr aufs Mic. Aufs Mikro. Der Sprung, ich zeige den euch erstmal, wie der hier aussieht. Da müssen wir rüber. Hops und hops und hops. Und geht doch. Naja, fast. Ich krieg das hin. Jo, und ein bisschen abbremsen. Mit der S-Taste. Hier ist übrigens ein kleines Secret.
Das sind quasi so Secret Jumps. Aber die sind schwer. Die kriege ich auch ohne Fraps nicht hin. Deswegen würde ich sagen, ich gehe einfach weiter. Und jetzt kommt der letzte Sprung, der ist ganz schön tricky. Den kann ich selbst immer noch nicht so wirklich. Man muss versuchen, den Schwung des ersten Rocket Jumps, den man von hier aus startet, bis dorthin mitzunehmen und den dann weiterzuführen. Indem man eine Rakete genau im richtigen Moment auf den Boden schießt. Ich weiß auch nicht so richtig. Mino has the timing. I know timing has. Und jo. Und hops. Wobei, wow, das hat geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Die Rakete müsst ihr übrigens ein bisschen vor euch schießen. Fragt mich nicht warum. Liegt wahrscheinlich daran, dass man Speed hat. Ein bisschen vor euch schießen und dann klappt das irgendwie. Ihr müsst, glaube ich, genau in dem Moment schießen, in dem ihr auf dem Boden ankommt. Aber naja. So, B1 und 2 zeige ich euch in dem Part mal auch noch, wenn ich es hinbekomme. B3 nicht, weil B3 ist mit Fraps eine Qual. Das geht nicht hin. So, B wird schon am Anfang ein bisschen trickier. So, zum Glück kenne ich die Map schon. Also ein paar. Weiter als C2 bin ich noch nie bekommen. So, was echt ne... Could you please remove the teleporter entrance from there? Angie. Ich will nicht teleportiert werden. Aber naja. So, hier muss man sich eigentlich nur nach drüben schießen und... Ups! Ja, hat geklappt. Während man in dem... sobald man in dem Pool aufkommt, muss man nochmal eine Rakete vor sich auf den Boden schießen. Das ist ein lustiges Spray. So, eigentlich müsste man jetzt... Ich erkläre euch einfach mal, wie das geht. Ich überlege mir mal, ob ich noch eine Demo aufnehme und sie am Ende des Parts mit einfüge, für die, die es sehen wollen. Ich glaube, das mache ich, wenn ich dran denke. Mit 3 Rocket Jumps bis da rüber und dann da hoch mit einem Synchro Jump. Mit zwei Raketen auf einmal. Dafür brauchen nämlich die 4. Rakete. Deswegen muss man nur mit 3 Raketen darüber. Das ist irre schwierig beim ersten Mal. Ich bekomme es immer mit 10 oder 20 Versuchen hin. Der hat immer noch seinen Teleport da drüben. Naja. Aber hey, jetzt habe ich euch mal das Jumpen gezeigt. Und ich habe ein Item. The Mandrats. Yay, Mandrats. Sind ganz cool. Aber ich glaube, bei ganz cool bleibt's halt. Die werde ich, denke ich, eher zum Verkraften benutzen. Ich erkläre euch mal kurz, wie die funktionieren. Passt ja, da wir gerade beim Rocket Jumpen sind. Wenn wir... warte, muss erstmal nochmal durchlesen. Minus 25% Reduction in Push Force taken from Damage. Das heißt quasi, wenn uns Raketen oder irgendwas anderes trifft, werden wir davon nicht mehr so zurückgestoßen. Und wenn wir auf jemanden drauffallen und Falldamage nehmen würden, nimmt der den Falldamage mal 3. Ist quasi was für Rocket Jumper, aber brauche ich noch nicht. Noch lange nicht. Aber hey, jetzt habe ich euch das erstmal gezeigt. Würde ich sagen, ich gehe auf einen ganz normalen Server und spiele weiter. Ich überlege gerade, gehe ich auf einen Valve-Server? Soll ich es riskieren? Vielleicht habe ich ausnahmsweise mal ein gutes Team. Hightower möchte ich nämlich gerade nicht unbedingt spielen. Nee. Viaduct. Viaduct klingt okay. Na komm, wir spielen King of the Hill Viaduct. Warum nicht? Und ihr seht schon, Soldier haben jetzt ein paar Minütchen mehr. Aber ich glaube, der war schon vorher unsere meistgespielte Klasse, oder? Oder war es Demo? Ach, weiß nicht. Ist ja auch egal. Jetzt kann ich eigentlich auch mal ein bisschen über die ganzen Updates reden, die gekommen sind. Einige davon sind sehr frustrierend und einige sind an sich ganz okay. Das coolste Update meiner Meinung nach ist das neueste mit diesem 3D-HUD. Wow, das hört sich schon sehr brutal an. Hier leckt's ein bisschen. Der Monoculus ist da, gibt's nicht. Es ist noch nicht mal Halloween. Guckt mal unten links, da seht ihr jetzt, dass das HUD jetzt in 3D ist. Das heißt, wir sehen unseren Charakter in 3D, das leckt mir hier zu sehr. Mann! Ich glaube, ich suche gleich nochmal eine andere Map. Den Monoculus möchte ich euch nämlich noch nicht zeigen, da es noch nicht Halloween ist, und den zeige ich euch, wenn es soweit ist. Denn Halloween ist immer das Tollste bei Team Fortress. Aber mal ganz kurz zum Erklären, guckt mal unten links unser HUD. Der Scout, den seht ihr jetzt in 3D, und wenn ich meine Waffen wechsle, seht ihr das natürlich auch dort unten. Und der bewegt sich und da seht ihr halt immer, wie ich gerade aussehe. Das hat mich total gefreut, da ich nämlich vor kurzem meinen ersten Unusual mit einem Pyro bekommen habe. Und da habe ich meinen Unusual mit den kleinen Planeten, die drumherum fliegen. Die habe ich dann immer dort unten gesehen. Das fand ich voll cool. Na gut, suchen wir uns einen neuen Server. Tut mir leid. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig. Ihr könnt ja eine Minute vorspulen, da bin ich wahrscheinlich schon auf dem Server. Wenn nicht, ihr könnt mir auch beim Labern zuhören.
überhaupt kein Problem. Jump Cuba. Was ist denn das eigentlich für eine Map? Muss ich irgendwann mal ausprobieren. Nee, das ist ein Night Team Server. Night Team mag ich aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Die haben Premium. Ich mach mal kurz Do Not Include. Night Team. Mit nur einem T. Ich glaube, das soll aber Night Team heißen. Naja. Saints sind auch nicht schön. Saints Server sind zwar ganz lustig, wenn man gerade einfach nur Lust auf Töten hat, aber nee, nicht wirklich ernstes Spiel. Ich möchte nur einen schönen Server. Junction haben wir noch nie so wirklich gespielt. Ist zwar ein Valve-Server, aber probieren wir mal. Junction ist ja, glaube ich, eine neue Map. Da habe ich noch nie wirklich drauf gestochen. Nicht. Da war es was anderes. Junction ist eine alte Map. Eine sehr alte Map sogar. Was war denn das dann für eine Map, an die ich gedacht habe? Gullywash war es nicht. Gullywash ist schon relativ alt. Ist schon ein paar Monate alt. Weiß auch nicht. Spiel mal Soldier. Komm, spiel mal Soldier. So, habe ich ein Misk? Nö. Habe ich eine Action? Nö. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich noch gar nicht so viel Zeug habe. Beim Equalizer bleibe ich. Ich habe nämlich Gefallen am Equalizer gefunden. Was? Machen die sich schon wieder gegenseitig dumm? Das gefällt mir aber nicht. Says you retarded to not figure out? Was? Leute, seid nett zueinander. Seid bitte nett zueinander. Ach ja. So, Waffen wechseln wie ein Blöder. Das mache ich gerne. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Irgendwie fühle ich mich dabei sicherer. Das lag ein bisschen. Bestimmt ist Avira gerade wieder dabei. Ne? Avira ist gerade wieder da. Avira ist Avira. Und macht seinen Job. Ganz bestimmt. Hallo Spy! Oh Gott, das laggt aber ganz schön derbe. Bisschen zu derbe. Ach, das sind ja Gegner. Hallo Demo. Wow. Na du. Ach ja. Das erste Ründchen, das ich spiele und schon will es nicht so richtig. Also das erste Ründchen, das ich richtig spiele. Aber ich spiele heute noch was. Ich spiele heute definitiv noch was. Nach dem ersten Part werde ich übrigens auch mal die Auflösung ein bisschen runterschrauben. Ich habe die nur für mein privates Spielen ein bisschen hochgeschraubt. Aber das geht natürlich nicht mit der Aufnahme, weil, ne, hab ja schon ein bisschen oft darüber. Ein bisschen oft. Aber nur ein bisschen oft. Das macht zu wenig Sinn. Ein bisschen oft. Hab ja schon oft genug darüber geredet, dass mein PC nicht so best ist. In diesem Part schon einige Male. Heavy! Och Mann! Hyperactive. Oder hyperaktiv. Das ist so eine. Ne, der muss ein E hinten dran hauen, wenn es Englisch ist. Aber naja. Und wir haben schon fast verloren. Das ist doch schön. Mann, die Gegner sind viel zu gut. Das ist die Sache mit Valve-Servern. Ist zwar ganz schön, wenn man anfängt, kann man ab und zu mal auf Valve-Servern spielen, um ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber die Teams auf Valve-Servern sind immer sehr, sehr unausgeglichen. Also entweder ist ein Team am Gewinnen oder am Verlieren. Und das bleibt so. Und man hat immer mindestens 3 Sniper im Team. Mindestens. Lass mich gucken. Oh, wir haben nur einen Sniper. Warte, das gleicht sich gleich aus. Gucken wir uns das mal an. Wir haben gleich mehr. 2. Kommt gleich noch einer. Kommt gleich noch einer, kann ich euch sagen. oder noch ein Spy. Kann sein. Oh, was, wir haben nur 2 Sniper? Das gibt's doch nicht. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir Angreifer sind. Da trauen sie sich nicht, alle Sniper zu gehen. Ach, naja. Na gut, ich möchte jetzt nicht so rumhaten. Nö, das möchte ich nicht. Gut. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Mit hoffentlich weniger Lags. Und nicht auf einem Valve-Server. Ich suche bis zum nächsten Part schon mal einen Server. Das nervt immer, wenn ich neu joinen muss. Na gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.